Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hier bei Vorarlberg Live begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Landeshauptmann, wir müssen natürlich gleich in medias res gehen und es geht um ein Thema, das sind die Strompreiserhöhungen. Jetzt da hat es ein Urteil gegeben oder eine Feststellung in der Handelskammer oder Handelsgericht in Wien, dass Strompreise ungerechtfertigt erhöht wurden. So, und dann sind wir natürlich jetzt gleich im Land. Auch hier im Land gibt es eine Strompreiserhöhung. Heute haben sich Vertreter von Illwerke VKW sowie der Arbeiterkammer getroffen. Da haben die Vertreter von Illwerke VKW auch ausgeführt, falls etwas unrechtmäßig war, würde man sofort zurückbezahlen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn es nicht einmal eine Rechtssicherheit gegeben hat oder geben wird, wieso will man dann oder hat man geplant, die Strompreise überhaupt zu erhöhen? Ja, da muss man ein bisschen zurückblenden und etwas genauer erklären, wie die Sache läuft und auch die Rollen klarstellen, weil eine Strompreisfestlegung erfolgt ja prinzipiell im Unternehmen und natürlich auch vom Vorstand des Unternehmens. Also auch als Landeshauptmann ist man da in gewisser Hinsicht etwas gebunden in der Fragestellung. Aber natürlich ist es ein hundertprozentiges Landesunternehmen und wir haben ein großes Interesse, dass das Unternehmen gut funktioniert, aber vor allem, dass wir unsere Stromsituation im Lande stabil halten können und dass die Preise, so wie die letzten Jahre auch, hoffentlich bald wieder auch eine Situation erreichen, dass wir für Haushalte und für die Wirtschaft einen vernünftigen Preis anbieten können. Auch nach dem 1. April übrigens wird es so sein, wie immer das ausgeht, dass man in ganz Österreich und auch im Bodenseeraum keine Kilowattstunde günstiger bekommen wird wie bei Illwerke und VKW im Lande. Das haben wir schon sichergestellt, so gut das geht. Man muss vorsichtig sein, weil ich unterliege auch dem Aktiengesetz dort. Also eine Weisung kann man da nicht erteilen im Sinne von, man muss jetzt folgenden Preis einfach festlegen, nur damit ich auch die Rolle auch einmal klargestellt habe. Das heißt, Aussagen sind auch mit gewisser Vorsicht zu treffen. Aber natürlich, wir sind in Zeiten der Teuerung, die Energiesituation drückt vielen und die Preissituation natürlich auch. Meine eigentliche Rolle habe ich primär einmal darin gesehen und das sehe ich sie bis heute. Zum Ersten alles zu unternehmen, dass diese Strompreise nicht, diese Erhöhungen, die jetzt überall stattfinden und auch schon stattgefunden haben, nicht in voller Gewalt sozusagen durchschlagen auf Haushalte und auf Wirtschaft. Da kann man als Politik, auch als Landespolitik was tun. Da haben wir unsere Möglichkeiten, glaube ich, ganz gut ausgeschöpft, weil wir ein eigenes Rabattgesetz erlassen werden. Und auch am 1. April, selbst dann, wenn es zu Erhöhungen kommt, wird eine spürbare Dämpfung natürlich stattfinden auf der Rechnung für jeden Kunden. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Botschaft, weil es sollen jetzt nicht alle Haushalte verunsichert werden. Ich werde jedenfalls garantieren und auch dafür sorgen, dass das Ganze halbwegs stabil über die Bühne geht. Das heißt, wir werden auch Dividenden, also Zahlungen des Unternehmens, an den Eigentümer Land durch große Gewinne, die man am deutschen Markt erzielt, die werden wir der Bevölkerung jedenfalls auch zurückgeben. Vielleicht können wir darüber noch ein paar Sätze nachher verlieren. Was die Strompreiserhöhung angeht, ist man in der Tat in einer überraschenden Situation, das muss man sagen. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt ein Urteil hereinkommt und plötzlich die Rechtslage sich komplett verändert hätte. Die jetzige Preiserhöhung, die entschieden wurde und die von uns sehr stark gedämpft werden wird, die ist auf Basis vom ELWOG, also auf Basis eines Bundesgesetzes passiert. Das heißt, das ist natürlich im Kern rechtskonform. Aber was in der Zwischenzeit dazugekommen ist, ist ein Urteil des Handelsgerichtes Wien für die Verbundgesellschaft, das natürlich Fragen aufwirft. Und insofern halte ich die Vorgangsweise prinzipiell für richtig, zu sagen, wir sind in einer Übergangsphase. Die Preiserhöhung, die entschieden wurde, die hat ihre Rechtsgrundlage, selbstverständlich. Wir gehen davon aus, dass das auch richtig entschieden wurde im Vorstand des Unternehmens. Wir werden das deutlich dämpfen, dass die Haushalte möglichst wenig davon spüren, die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Urteil vorliegt, ist eine Diskussion in Gang gesetzt worden, die hat es schon in sich, weil sie natürlich sagt, bei der Verbundgesellschaft ist unter Umständen von der Vergangenheit her schon der Preis zu hoch gewählt worden. Ein erstinstanzliches Urteil, also wir haben keine Rechtssicherheit in dieser Frage, was die Zukunft angeht, für die Vergangenheit eigentlich schon, auch für die jetzige Entscheidung. Aber wenn natürlich ein Urteil die Rechtslage tatsächlich in diese Richtung bewegen würde, dann liegt völlig klar auf der Hand, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger da jeden Cent natürlich wieder in Abzug bekommen werden. Nachdem wir ja mit Teilrechnungen arbeiten und einer Endabrechnung Ende des Jahres, lässt sich das sicher gut bewerkstelligen. Aber wie gesagt, man muss ja in beide Richtungen denken. Wir sind in einem erstinstanzlichen Urteil ohne Rechtssicherheit. Wenn die Verbundgesellschaft im Nachhinein Recht bekommt,
dann würde man auch den Vorstand eines Unternehmens in eine schwierige Lage bringen, wenn er jetzt eine andere Entscheidung treffen würde. Das heißt, wir sind eher gefordert zu reagieren, wenn eine neue Rechtslage sozusagen eintreten wird. Und das halte ich eigentlich auch für die richtige Vorgangsweise. Insofern ist, glaube ich, wichtig, den Haushalten zu signalisieren, wir werden bei dieser kommenden Preiserhöhung am 1. April alles tun, damit das deutlich gedämpft wird. Und natürlich, und das liegt völlig klar auf der Hand, auch ohne Aussendung des heutigen Tages, das war schon gestern im Ausschuss von mir klar artikuliert, sollte sich die Rechtslage in den nächsten Monaten ändern, ich fürchte, es geht lange, weil solche Urteile können lange dauern, Berufungen können lange gehen, sie können bis zu Höchstgerichten gehen. Aber wenn sich die Rechtslage ändert, dann ändert sich in Österreich überhaupt sehr viel. Also nicht nur die Preissituation, sondern wie hat einer einmal gesagt, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Da kommen viele Folgefragen, die zu lösen sind und die zu diskutieren sind. Und natürlich muss dann darauf reagiert werden. Ich vermute, dass wir diese beiden Dinge tun müssen. Also einmal die Marktentwicklung beobachten. Ich glaube, da gibt es Entspannung schon auf den Herbst hin. Und zum Zweiten, eine Änderung der Rechtslage, wenn sie fix ist, ist sie natürlich zu berücksichtigen. Aber eine unsichere Rechtslage zu berücksichtigen, ist etwas, was man natürlich nicht machen kann. Und das kann ich von einem Vorstand des Unternehmens, des eigenen Unternehmens, so gesehen nicht verlangen. Mhm. Aber was ist wichtig? An sich ist es eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Klare Rechtslage dazu auch benötigen, um für die Zukunft richtig zu entscheiden. Aber die Kunden sollen wissen, sie werden keinen Nachteil davon haben. Jetzt, Sie haben es gesagt, 100% Landesunternehmen. Viele Vorarlberger fragen sich jetzt natürlich, naja, das Wasser fließt der Berg ab, das Wasser wird der Berg aufgepumpt. Und es geht auch um, in diesem ersten Urteil geht es auch um die Herstellungskosten. Wo sind jetzt mehr Herstellungskosten angefallen, dass die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen mehr bezahlen müssen? Ja, wenn man unser Unternehmen betrachtet, Illwerke VKW, dann wissen wir, wir sind mit einem Teil des Unternehmens in der Produktion im sogenannten deutschen Regelblock. Das heißt, da geht die Energie zu 100% nach Deutschland, einmal durch Verträge gebunden an die Energie Baden-Württemberg, sogenannte Regelenergie. Dort erzielt man auch gute Gewinne fürs Unternehmen, die wieder zurück ins Land fließen. Das ist die eine Seite und auf der einen Seite auch am freien Markt in Deutschland in der Regelenergie. Und das muss man ja aus dieser Diskussion komplett herausnehmen, weil wir dort mit diesen Kraftwerken und dieser Energie uns im deutschen Regelblock befinden. Und dann gibt es die VKW-Kraftwerke, die jeder kennt. Da hat uns das Unternehmen jetzt im Ausschuss noch einmal klargestellt, dass über alles drüber gerechnet, was wir produzieren und was an die Haushalte geht, einen Wert von 40% haben, die wir aus diesen VKW-Kraftwerken im Wesentlichen beziehen. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn das Urteil rechtskräftig wird und damit eine neue Spielregel aufgestellt wird, dass man diese 40% bei der Preisbildung zu berücksichtigen hat, würde günstiger werden und würde auch bedeuten, dass man die eigenen günstigen Produktionskosten der eigenen Kraftwerke der VKW in den Preis einzubeziehen hat. Jetzt muss ich dazu sagen, ist in der Öffentlichkeit untergegangen. Bei der jetzigen Preisbildung ist man um 26% unter dem Großhandelspreis gegangen. Das heißt, das Unternehmen hat eine gewisse Reaktion schon gesetzt und ist schon deutlich unter den Großhandelspreis gegangen. Die Erhöhung, die jetzt kommt auf 24 Cent, die hätte ursprünglich eigentlich bei 28 oder 29 liegen müssen nach Großhandelspreis. Auch dort sind die Spielräume schon genützt worden, womit ich meine, dass ein Teil der Fragestellung unter Umständen schon berücksichtigt ist. Vielleicht nicht alles und es wäre noch ein paar Cent tiefer möglich. Das hängt jetzt eben davon ab, wie diese Urteilsdiskussion ausgeht und vermutlich auch Gesetzesänderungen danach. Also da gibt es schon noch eine österreichweite Debatte und ich finde, man muss da schon Rechtsklarheit haben, weil wenn man die nicht hat, dann hätte der Vorstand auch falsch entschieden. Die gute Nachricht ist, wir gehen nicht auf die vollen Großhandelspreise, sondern wir gehen um gut 26% darunter. Der Wasserkraftanteil ist bei 40%. Dort sind auch Investitionen getätigt worden. Das heißt, wir sind in Wahrheit gar nicht so weit von dem entfernt, was das Urteil festlegen würde. Mhm. Und wenn das so kommt, dann ist, glaube ich, noch etwas Spielraum vorhanden. Da, glaube ich, würde man dann auch rechtzeitig reagieren und natürlich auf Teilzahlungen und Endzahlungen an die Kunden berücksichtigen. Abgesehen davon, dass keiner diese 24 Cent bezahlen wird, das Ganze durch Strompreisbremse Bund und durch einen Stromrabatt des Landes ganz deutlich gedämpft wird. Sie dürfen nicht vergessen, die Hälfte der Haushalte hat ungefähr 2900 Kilowattstunden Verbrauch. Für die ist das eine leichte Reduktion sogar. Und für einen großen Teil der Haushalte wird das bei 5, 6 Euro liegen. Und bei den ganz großen Haushalten mit hohem Verbrauch,
Da sind aber oft auch größere Einkommen natürlich. Da reden wir von 15, 16 Euro im Monat. Das ist schon mehr natürlich, aber das sind jetzt auch gemessen an dem, was da europaweit passiert, auch vertretbare Bewegungen. Die ganz kleinen Haushalte, die Mindestpensionisten, die Alleinerziehenden und so weiter mit einem geringen Verbrauch, die werden mit null wahrscheinlich durchkommen, manche mit einer leichten Reduktion und manche mit 5, 6 Euro pro Monat mehr. Dafür sorgen wir jedenfalls, egal wie diese Diskussion ausgehen wird. Und ja, die erste Möglichkeit zur Preissenkung, sei es jetzt rechtlich bedingt oder auch marktbedingt, muss natürlich durchgeführt werden. Hätte man diese Preiserhöhung nicht schieben sollen, bis letztgültige Rechtssicherheit da ist? Ja, das ist ein Problem, weil natürlich in der jetzigen Situation hat das Unternehmen schon auf klarer Rechtslage entschieden, weil sie auf Basis von diesem österreichischen ELWOG-Gesetz entschieden haben und das Urteil ist eben nicht rechtskräftig. Insofern ist das eine Übergangssituation. Erhöhungen können grundsätzlich nur einmal im Jahr durchgeführt werden. Bei Illwerke VKW ist das jedes Jahr um den 1. April herum, also es muss um diesen Zeitpunkt sein. Ich glaube, die gute Nachricht ist, das Gesetz sagt ja auch, Erhöhung kann nur einmal sein. Insofern muss die Entscheidung 1. April natürlich gefällt werden, aber eine Senkung ist jederzeit möglich. Das Gesetz verbietet niemals eine Senkung durchzuführen und das ist ja auch die gute Nachricht. Also wenn sich die Rechtslage in dieser Hinsicht eindeutig darstellen würde, tut sie im Moment ja nicht, dann ist eine Reaktion unmittelbar darauf möglich. Und wenn sich der Markt beruhigt, natürlich sowieso. Letzteres wäre für uns alle, glaube ich, das Beste, dass sich hinten raus sozusagen eine Marktberuhigung zeigt. Der Blick auf den Herbst und die Terminmärkte im Strompreisbereich Europas zeigen eigentlich eine Beruhigung. Ich gehe davon aus, dass da ohnehin eine Reaktion der nächsten Monate nach unten schon kommen wird. Also und wenn diese Reaktion nach unten da ist, dann werden Ellwerke VKW auch umgehend reagieren und die Menschen bezahlen dann weniger und müssen nicht bis zum 1. April des nächsten Jahres warten. Genau so ist es und das habe ich gestern im Ausschuss diskutiert mit den Vorständen, mit den Fraktionen und auch klargestellt, weil das wichtig ist, weil die Menschen im Land, glaube ich, glauben, wenn jetzt eine Erhöhung mit 1. April kommt, dann passiert da ja nichts und dann wird das einfach gemacht und das stimmt so nicht. Die jetzige Erhöhung, die ist rechtlich abgesichert. Wenn sich die Rechtslage verlässlich dann ändert, dann wird das natürlich korrigiert. Wenn der Markt einen geringeren Preis zulässt, dann wird das natürlich korrigiert. Und es könnte schon sein, auf Dauer gesehen, und die Entscheidung steht natürlich endgültig aus, dass man den eigenen Anteil an Wasserkraft, der im Lande produziert wird, jetzt nehme ich das aus, was wir an Regelenergie nach Deutschland liefern mit Fixverträgen, dass wir das wirklich im Lande in den Preis noch stärker berücksichtigen müssen. Wie gesagt, jetzt ist das mit einem unteren Wert von 26% unter dem Großhandelspreis. Wir sind günstiger als die TIWAG, wir sind günstiger als die Verbundgesellschaft, wir sind die günstigsten im Bodenseeraum, obwohl alle die ähnlich gleichen Spielregeln haben. Das heißt, wir sind jetzt schon unter dem Großhandelspreis und das kann schon sein, wenn das Ganze fix wird, dass man da noch einmal runtergeht. Und das kann ich hier sagen und zwar live bei Ihnen hier, bei der erstbesten Gelegenheit, wo das möglich ist, wird das natürlich gemacht. Ob das die Rechtslage dann bringen wird, endgültig, oder ob es der Markt zulässt, ist im Grunde genommen dann egal. Der Kunde wird am Ende des Tages sagen, wenn das möglich ist, dann muss es natürlich durchgeführt werden. Und wenn sich der Markt insgesamt beruhigt, Stichwort die Ukraine-Krieg, dann kann schon sein, dass das auch ziemlich bald der Fall sein wird. Im Zuge des Ukraine-Kriegs sind natürlich auch die Gaspreise nach oben geschnellt. Die Illwerke VKW gewähren ja da auch einen freiwilligen Sonderrabatt von einem Cent. Jetzt vor einem Monat haben Sie ja auch angekündigt, dass man nach Lösungen arbeitet, im Prinzip, weil für den Strom haben wir eine Lösung. Gibt es da Aktuelles dazu, was Gaskunden betrifft? Es gibt eine jüngste Entscheidung, die wir getroffen haben in der Regierungssitzung und auch jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das Instrument, das uns zur Verfügung steht, um diesen Preis, um diese Preisentwicklung zu dämpfen für Kunden, für die Haushalte im Lande, es betrifft übrigens nicht nur Gas, sondern auch andere Energieträger, weil ja neben Strom eben diese Bereiche auch eher Erhöhungen unterliegen und ist ja unangenehm natürlich und trifft viele Haushalte, ist der sogenannte Heizkostenzuschuss, den haben wir im Land. Der Bund, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, hat uns da 20 Millionen Euro für Vorarlberg zur Verfügung gestellt, das ist schon viel Geld. Und wir haben jetzt ein System entschieden, wie wir das an die Haushalte bringen können, damit ein Teil dessen, was dort zu erwarten ist, auch abgefedert werden kann. Wir haben ungefähr 12.000 bis 15.000, eher 15.000 Haushalte in Vorarlberg, die einen Heizkosten
Zuschuss bereits bekommen haben. Den haben wir erhöht von 270 auf 330 Euro. Österreich-Vergleich eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir entschieden, erstens die Anzahl der Haushalte auszudehnen, die Vorarlberger Mittelschicht mit hineinzunehmen, die Familie mit hineinzunehmen und gleichzeitig den Zuschuss für jene, die ihn schon bekommen haben, noch einmal auszubezahlen. Und das wird bedeuten, dass statt 15.000 Haushalte ungefähr 60.000 Haushalte antragsberechtigt sind. Heißt, einen Antrag über die Gemeinden zu stellen. Die Gemeinden sind heute noch einmal darüber informiert worden, in einer Videokonferenz fast aller Bürgermeister. Und dort haben wir noch einmal klargestellt, wie das abgewickelt wird. An sich kennen das die Menschen im Land und die Haushalte. Man geht auf die Gemeinde, ein relativ einfacher Antrag. Dort werden die Einkommensgrenzen überprüft. Die, die schon einen haben, die bekommen das Gleiche noch einmal, zum Teil automatisch, wo die Datenträger vorhanden sind, und die anderen müssen ansuchen. Und das geht jetzt nach den Einkommenstabellen, die wir gewählt haben, tief in die Vorarlberger Mittelschicht hinein. Und das ist auch wichtig, weil auch die mittleren Haushalte, auch die Mittelverdiener und auch die Familien, die werden diese Erhöhungen insgesamt spüren. Und da muss man natürlich dagegen halten. Mhm. Dafür werden diese 20 Millionen Euro eingesetzt. Da geben Sie mir schon das nächste Stichwort, und zwar die Haushalte. Jetzt viele Menschen leiden unter Inflation und Teuerung. Jetzt am 1. April steigen ja die Richtwertmieten automatisch an. Jetzt in Wien auch am Rande der Nationalratssitzung wurde ja über Mietpreisbremsen diskutiert. Die Stadt Wien, selbst Eigentümer von 100.000 Gemeindewohnungen, glaube ich, alleine in Wien, fordert ja bundesweite Lösung. Jetzt das Land Vorarlberg ist ja zum Beispiel mit 71% der Mehrheitsgesellschaft an der VG WOSI. Wie wird man denn in Vorarlberg agieren, was Mietpreiserhöhungen etc. betrifft? Wir sind da tief im Bundesgesetz, und die Frage ist, was macht der Bund jetzt? Und bei dieser sogenannten Mietpreisbremse wäre allen geholfen, wenn einmal klargestellt wird in der Öffentlichkeit, eher von Seiten des Bundes natürlich, was damit wirklich gemeint ist. Weil diese sogenannten Richtwertmieten, Richtwertmietwohnungen, die sind vor allem in Wien weit verbreitet. Da wird uns gesagt, das sind über 370.000 Haushalte in Wien. Man weiß das von früher her, sind oft sogenannte Altbauwohnungen, die davon betroffen sind. Und die Mietpreisbremse soll dorthin gehen. Das heißt, wenn das so stimmt, wie es jetzt im Hintergrund verhandelt und diskutiert wird, dann ist das in erster Linie eigentlich eine Lex Wien, und die hilft uns in Vorarlberg ehrlich gesagt reichlich wenig. Also wenn wir über Mietpreise reden, dann haben wir ja mehrere Felder. Wir haben den privaten Mietwohnungsbereich, wo das Ganze ja auch angepasst werden kann und erheblich durchschlägt. Wir haben den gemeinnützigen Bereich, der müsste in eine Mietpreisbremsenregelung österreichweit natürlich einbezogen werden, was jetzt offen ist zur Stunde. Und dann haben wir diesen Bereich der Altbauwohnungen, die vor allem eigentlich in Wien vorhanden sind. Was mich ein bisschen stört an der Debatte ist, dass man jetzt bei der Mietpreisbremse nicht klarstellt, wen meinen wir eigentlich? Und von der Belastung her sind sehr viele Gruppen natürlich betroffen von solchen Anpassungen. Die können ja wirklich sehr hoch sein, weil die Inflationsrate einfach so hoch ist. Und es wäre dringend notwendig, auf der Wiener Seite klarzustellen, wohin wir da gehen. Und mir ist natürlich auch wichtig, dass wir bei der ganzen Mietdiskussion auch den Eigentumsbereich nicht vergessen. Und die Grundforderung, die wir schon lange aufgestellt haben, eigentlich der Finanzminister und ich, zu sagen, wir wollen auch bei der Grunderwerbsteuer eine Erleichterung sehen, zumindest versuchen bei der Bildung eines ersten Eigentums. Jeder weiß, wie schwierig das in dem Lande wirklich geworden ist, eigentlich in ganz Österreich geworden ist, dass wir dort auf Grunderwerbsteuer verzichten oder einen Freibetrag einführen. Das halte ich eigentlich schon für richtig, dass dort auch ein Schritt kommt und dass auch Druck in diese Richtung gemacht wird. Wenn wir uns schon auf dem Wiener Parkett begeben, dann wollen wir gleich ins nächste Thema rumtanzen. Und zwar Gesundheitsminister Johannes Rauch hat ja angekündigt, dass er die sogenannten Primärversorgungszentren bis 2025 verdreifachen will. Mit der Novelle würde auch die Ärztekammer de facto, faktisch entmachtet werden sozusagen. Also sprich, die haben kein Vetorecht mehr. Was würde diese Initiative für Vorarlberg bedeuten? Ja, die Frage ist, was damit wirklich ausgelöst wird. Ich meine, man hat sich damals, glaube ich, österreichweit vorgenommen, über 70 Primärversorgungszentren einzurichten. Es sind keine 40 daraus geworden. Und was muss man darunter verstehen? Primärversorgungszentren sollten eigentlich Spitalsambulanzen ein Stück weit ersetzen. Wir haben im Vorarlberg über 500.000 Ambulanzkontakte.
Die ganze Medizin wird ambulanter. Das heißt, Sie müssen heute nicht mehr ewig lang im Spital liegen, sondern Sie können heute auch sehr schnell entlassen werden, wenn die Versorgung hinten nach funktioniert. Da steht uns der niedergelassene Sektor zur Verfügung. Oft ist dort, sind dort Lücken vorhanden, Stellen können nicht besetzt werden. Es wird auch dort schwieriger. Da sind sogenannte ambulante Versorgungszentren, Primäreinheiten, wie man es nennt, eigentlich schon eine taugliche Einheit. Auch in Vorarlberg wird das diskutiert, schon seit längerer Zeit. Und man kann sich schon die Frage stellen, warum geht da nicht mehr vorwärts? In den jetzigen Finanzausgleichsverhandlungen spielt das eine Rolle. Wir brauchen schon insbesondere für die ambulante Versorgung der Bevölkerung für die Zukunft einfach bessere Antworten, auch in der Organisationsform. Und da sind natürlich Vetorechte prinzipiell schon auch zu hinterfragen, aber das gilt eher generell. Ich glaube, es braucht mit der Ärzteschaft und der Ärztekammer gutes Einvernehmen und Zusammenarbeit. Aber sich gegenseitig mit Vetorechten zu blockieren, ist an sich keine gute Idee. Der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Tosko Zill, seines Zeichens Landeshauptmann von Burgenland, hatte schon gesagt, dass man keine Staatsreform, also keine Diskussion über Staatsreform führen wolle, sondern über Finanzausgleichsverhandlungen sprechen muss. Will Gesundheitsminister Johannes Rauch also auch dem Land Vorarlberg irgendwo Kompetenzen wegnehmen mit dieser ganzen Aktion? Ja, es geht immer um die Frage, wo man hin will. Am Ende des Tages geht es um optimale Patientenversorgung. Ja, und dort, wo die Kompetenz wahrgenommen wird, dort muss sie bestmöglich ausgeführt werden. Bei den Spitälern gibt es ein eigenes Spitalsrecht. Es gibt Spitäler im Lande, ein Stadtspital und die anderen sind Landesspitäler. Das ist in Hand des Landes. Wir zahlen der Ort ja auch Personalkosten. Wir tragen auch Abgänge von den Spitälern. Das heißt, da liegt eine hohe Verantwortung. Es hat natürlich irritiert, und zwar eigentlich quer durch ganz Österreich, dass zumindest angekündigt wurde, man konnte es so herauslesen, dass man Spitäler sozusagen in der Führung oder wie auch immer in der Kompetenz in die Hand des Bundes geben will. Das kann ich mir nicht einmal ansatzweise vorstellen. Also es muss völlig klar sein, dass die Spitäler im Lande, die Landesspitäler, und es gilt sicher auch für Dornbirn, die werden im Lande geführt. Wir haben einen Überblick, was die Bevölkerung braucht. Wir tragen dort auch hohe finanzielle Verantwortung, da sind ja auch Kosten dahinter. Also was da von Wien aus besser geregelt werden würde, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Versorgungsstrukturen und das, was Patienten benötigen, weiß man direkt vor Ort am allerbesten. Mhm. Und wenn das so gemeint gewesen wäre, Spitalsübernahmen und Kompetenzen, alles an den Bund, da haben wir eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Erstens wird es nicht billiger und zweitens, wieso soll man in Wien besser wissen, was im Rheintal für eine Versorgung oder in Vorarlberg für eine Versorgung überhaupt notwendig ist? Da wäre natürlich Widerstand zu erwarten, wenn das kommt. Und wie gesagt, da hat mein Kollege Tosko Zill aus dem Burgenland recht. Wir diskutieren darüber, wie wir die Spitalsversorgung finanzieren können, absichern können, in Strukturen bringen, auch ambulant, die in Zukunft funktionieren. Aber wir fangen jetzt keine Staatsreformdebatte darüber an. Und wenn der Ansatz wäre, alle Spitäler in Bundeshand, dann heißt das ganz klar nein. Wir wollen noch kurz in Wien bleiben, und zwar Bildungsminister Polaschek hat ja offensichtlich einen Entwicklungsplan für den Fachhochschulsektor. Der beinhaltet, dass es einen Stopp des Ausbaus der in den FHs geben soll, in Begutachtung geschickt. Warum legt denn der Minister offensichtlich so wenig Wert auf die Fachhochschulen? Das ist eine gute Frage und das treibt mich eigentlich auf die Palme, und zwar aus mehrfachen Gründen. Zum einen ist für mich völlig unvorstellbar und für Vorarlberg doppelt unvorstellbar, dass man den Fachhochschulen österreichweit ausrichtet, da gibt es keine neuen Plätze mehr. Also man kann den Ausbau eines gesamten Sektors im tertiären Bereich, der für die Fachkräfteentwicklung so entscheidend ist, nicht einfach stoppen. Das ist ohnehin, finde ich, eigentlich keine taugliche Antwort. Weil wir alle wissen, wir brauchen Fachkräfte der Zukunft. Ich war gerade heute bei der Fachhochschule. Wir haben darüber geredet, wie wir Digitalkompetenzen aufbauen, wie wir einen neuen Lehrgang weiter am Leben halten können. Da haben wir jetzt die ersten Erstsemestrigen im Bereich Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation, nur ein Beispiel herauszugreifen. Also ich meine, das hört ja nicht auf. Die Fachhochschule muss reagieren auf Entwicklungen der Wirtschaft. Und das wird auch in Zukunft mehr Plätze und auch mehr Mittel benötigen. Die Länder zahlen da als Träger ganz stark mit. Das ist ja unsere Fachhochschule. Wir investieren gerade über 40 Millionen Euro in den Bau. Wir bauen Forschungszentren aus. Also Sie spüren, das passt mir überhaupt nicht. Und das kann man natürlich am Ende nicht so stehen lassen. Und für Vorarlberg kommt noch eines dazu, was mich doppelt ärgert dabei.
Wir sind jetzt kein Land mit einer großen Volluniversität. Das heißt, der Bund... Kriegen wir vielleicht eine Universität, wenn ich wäre schon froh, wenn wir die Fachhochschule ordentlich weiter ausbauen können. Und im universitären Sektor haben wir gerade eine Privatuniversität jetzt gegründet, sozusagen aus dem ehemaligen Landeskonservatorium. Wir reden über eine Medizinuni im privaten Sektor. Das sind schon Dinge im Gange im Moment. Aber was natürlich nicht geht, ist, wenn ein Bundesland wie Vorarlberg ohne Volluniversität auf den Fachhochschulsektor im Wesentlichen ja auch setzt und damit wichtige Kräfte für die Wirtschaft heranbildet. Wenn man solch einem Bundesland dann sagt, der Sektor wird nicht ausgebaut, und andere Bundesländer mit einer Universität sagt man, das ist wichtiger, dann muss klar sein, dass eine Linie überschritten wird. So kann man mit einem Bundesland ohne Volluniversität nicht umgehen. Bisher konnte ich dem Bund immer sagen, sage ich auch in Zukunft, ihr habt ein Glück, dass wir keine Volluniversität verlangen für Vorarlberg, weil die hättet ihr zu finanzieren, und zwar voll zu finanzieren. Da gab es überhaupt keine Landesfinanzierung dazu. Und wir tun viel selber, auch finanziell bei der eigenen Fachhochschule. Und wenn wir das schon machen und an sich eh für sinnvoll halten, im ganzen tertiären Sektor, uns im Wesentlichen auf das stützen in Zukunft, dann verlangen wir natürlich, dass der Sektor in dem Land ausgebaut wird. Man muss sich umgekehrt vorstellen, ein Stopp der Entwicklung bei der Fachhochschule würde ja bedeuten, wir stoppen die gesamte tertiäre Entwicklung im Lande. Und das ist für ein Land wie Vorarlberg mit der Wirtschaftsstruktur und der Gesellschaftsstruktur aus meiner Sicht unmögliche Ansage. Also da muss ich schon sagen, das trifft uns. Das treibt uns schon auf die Palme, das wird nicht so stehen bleiben können, und ich werde niemals dulden, dass irgendein Partner sagt, die Fachhochschule wird nicht weiter ausgebaut. Wir bauen sie als Land weiter aus, und der Bund hat seinen Verpflichtungen nachzukommen, auch im westlichsten Bundesland Vorarlberg, im tertiären Sektor, uns zu unterstützen. Er hat ein großes Glück, dass wir da keine eigene Volluniversität haben. Da müsste er noch viel mehr drauf zahlen, wie er jetzt eigentlich tut. Und da erwarte ich mir eigentlich optimales Entgegenkommen. In Wahrheit müssten die Unterstützungen für jene Bundesländer ohne große Universitäten im Fachhochschulsektor größer sein, weil sie eben keine haben. Und es werden vielleicht andere Bundesländer sagen, wir bauen lieber Uni aus. Wir sagen, wir wollen die Fachhochschule als Campus vorantreiben und haben ein paar andere Wünsche. Und da erwarte ich mir eigentlich optimales Entgegenkommen und nicht das Gegenteil. Eine letzte Frage hätte ich noch, weil wir in der Zeit schon etwas fortgeschritten sind, aber ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt. Am Sonntag vor 3 Jahren hatten wir den ersten bestätigten Corona-Fall, zumindest das war der 5. März, in Vorarlberg. 3 Jahre danach, was haben Sie aus dieser Pandemie gelernt oder mitgenommen? Ich glaube, wir lernen alle noch, und Jahre danach, jetzt mittlerweile kann man sagen, das waren schon schwierige Zeiten für Bevölkerung, für Land, für die Wirtschaft, für die Spannung in der Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, rückblickend betrachtet würde man Dinge anders machen. Das ist klar, mit dem Wissen von heute würde man, glaube ich, andere Entscheidungen treffen. Ich kann mich an viele Phasen erinnern mit sehr, sehr schwierigen Entscheidungen, über einen Lockdown zu entscheiden, Betriebe zu schließen, das sind wirklich keine leichten Dinge, das macht niemand leichtfertig, auch wir nicht. Insofern sind wir schon aufgefordert zu reagieren. Wir werden das auch im Land tun. Also wir werden das Ganze wirklich ordentlich auch aufarbeiten, weil wer weiß, wann der nächste Virus um die Ecke kommt, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Eines habe ich für mich mitgenommen, unsere damalige Initiative der Modellregion Vorarlberg, wo ich auch hier bei Ihnen gesagt habe, wir müssen lernen, mit einem Virus auch zu leben, ein Stück weit. Wir können nicht ständig alles zusperren und Lockdowns verhängen. Wir können nicht ständig Bevölkerungsteile aussperren. Das haben wir bei der Modellregion damals eigentlich erfolgreich versucht. Da wurde dann vieles österreichweit übernommen, später wieder gekippt. Und wenn wir an dem eher anschließen, glaube ich, dann passt die Richtung. Aber ein paar Dinge würde ich meinen im Nachhinein, waren auch nicht richtig. Wenn Sie es fragen, was das konkret ist, dann würde ich sagen, ein Lockdown für Ungeimpfte war keine gute Idee. Das hat wenig gebracht und hat für Spannungen in der Gesellschaft gesorgt, die wir besser vermieden hätten. Da ist aus meiner Sicht im Nachhinein gesehen, aber im Nachhinein ist man gescheiter, eher ein Fehler unterlaufen, glaube ich. Und da muss man auch öffentlich sagen, das würde man ein zweites Mal, glaube ich, so nicht entscheiden. Das war eines der Dinge, die ich hinterfragen würde. Auch die Entscheidung über die Impfpflicht damals, ich glaube, die müsste man heute auch noch einmal wirklich konkret dahinter fragen. Also ja, wir sind aufgefordert, daraus zu lernen. Aber ich weiß noch, wo ich hier gestanden bin und gefragt wurde, was macht man jetzt in einer Pandemie? Und ich musste damals sagen, niemand hat eine Antwort.
wie man in einer Pandemie jetzt wirklich richtig reagiert. Heute, glaube ich, kann man sagen, wir wissen es, glaube ich, besser, wo wir falsch reagiert haben und wo wir richtig reagiert haben. Einen Strich darunter ziehen ist auch gut bei der ganzen Diskussion. Ich versuchte auch, versöhnliche Worte zu finden in jene Gruppen hinein, die sich auch angegriffen gefühlt haben. Aber eines muss man auch sagen, unterm Strich gezogen ist Vorarlberg durch die Krise, durch die Pandemie eigentlich auch wieder ganz gut durchgekommen. Schauen wir ein bisschen weltweit, was so passiert. Es geht uns nicht so schlecht, auch nach der Pandemie. Es ist die Wirtschaft nicht völlig gestürzt, es ist der Arbeitsmarkt nicht eingebrochen, im Gegenteil passiert. Aber es sind Spannungen zurückgeblieben, wo manche auch verärgert sind. Und da müssen wir auch versuchen, die ein oder andere Brücke wieder zu bauen. Und wir werden jetzt gleich eine Brücke schlagen zum Dr. Armin Fiedler. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch hier bei Vorarlberg Live im Studio. Landeshauptmann Markus Wallner und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Dankeschön.